Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und ich habe für euch heute ein neues Video dabei. Und zwar habe ich den Dreimark zum Primo Victoria abgeschlossen. Den Dreimark hatte sich der gute Händelfriedhof in meinem Stream gewünscht, hat dafür nicht unwesentlich viele Maustaler ausgegeben, eine Loyalitätswährung in meinem Stream für viel Zuschauen. Und ja, ich habe mich die letzten Tage echt abgequält mit diesem Teil. Er ist im Prinzip 1 zu 1 der gleiche Panzer wie zum einen natürlich der Stridsvagn 81, der schwedische Premium Medium auf der Stufe 8. Aber letztendlich ist es auch 1 zu 1 der gleiche Panzer wie der Centurion 1 voll ausgebaut. Mit einem wesentlichen Unterschied: alle, sowohl der Centurion 1 als auch der Centurion 5-1 und der Primo Victoria haben 226 Durchschlag auf der Standardmunition, nur ist beim Centurion 1 und beim Centurion 5-1 die Standardmunition AP mit 1020 Meter pro Sekunde Shell Velocity, das ist auf jeden Fall ausreichend. Beim Primo Victoria ist es ein bisschen anders, er hat als Standardmunition APCR, das heißt er hat zwei verschiedene APCR-Sorten. Jetzt mag der ein oder andere sagen, ja, APCR hat doch aber 1300 Meter pro Sekunde Shell Velocity, jetzt auf dem Panzer ist doch super. Der Nachteil an der ganzen Nummer ist, dass die APCR-Munition auf Distanz deutlich schneller an Durchschlagskraft verliert als die AP-Munition. Bedeutet, wenn ihr auf größere Entfernungen ein Ziel penetrieren wollt, verliert ihr extrem viel Durchschlag. Und das ist bei der AP-Munition halt überhaupt nicht so der Fall. Von daher ist, wenn ihr auf Distanz Ziele bekämpfen wollt, die für die ihr tatsächlich dann auch die 226 Durchschlag braucht, da ist der Centurion 5-1 als auch der Standard Centurion besser dran. Und da muss man sagen, zwischen 1020 Meter pro Sekunde und 1300 Meter pro Sekunde, da ist zwar ein kleiner Unterschied da, aber es ist jetzt auch nicht so krass merklich, dass man jetzt riesen Vorteile hätte durch die schnellere Shell Velocity. Das ist im Übrigen auch einer der Gründe, warum ich jetzt hier kurz vor der dritten Gunmark, ich bin jetzt hier ungefähr so bei 91%, die Premium APCR schieße, die hat 258 Durchschlag. Auf Distanz, wenn ich dann auf so 300, 400 Meter plus schieße, komme ich dann immerhin zumindest noch verlässlich auf 230 mm Durchschlag. Könnt ihr in der Garage euch gerne auch mal angucken. Warum finde ich zum Beispiel den Centurion 5-1 den deutlich besseren Panzer? Also einmal, weil er halt standardmäßig die AP hat. Dann hat er noch die besseren Dispersion-Werte. Sowohl bei der Turmdrehung als auch bei der Kettendrehung und auch während der Fahrt. Also der Centurion 5-1 hat es da deutlich einfacher, schneller einzuzielen als der Primo Victoria. Und zusätzlich hat der Centurion 5-1 auch noch die deutlich bessere Wannenpanzerung. Ihr seht das, die Wanne vom Primo Victoria ist super, super weich gepanzert. Also da schießt euch jeder Sechser locker durch. Das ist beim Centurion 5-1 nicht so. Der hat tatsächlich auch eine brauchbare Wannenpanzerung, wo ihr nicht so ohne weiteres durchkommt. Also es fragen mich immer viele, warum findest du denn den Centurion 5-1 so viel besser? Und das sind so die Eigenschaften. Die besseren Dispersion-Werte, die bessere Wannenpanzerung und dann halt AP als Standardmunition machen den Panzer für mich ehrlich gesagt angenehmer zu spielen. Dazu kam noch bei diesem 3-Mark-Grind, dass man schon gemerkt hat, dass parallel wieder Frontline läuft, gerade wenn man dann viel Achter spielt. Man ist zwar hier und da auch häufiger mal Top-Tier, keine Frage, auch geschuldet der Tatsache, dass weniger Achter im Spiel sind, aber das hier ist am Montag passiert, die Replays, die ihr seht, und ich konnte sogar in den letzten drei Runden dann einen Triple-Ace-Tanker machen, hatte ich ja schon in den Titel reingeschrieben, wer es gesehen hat. Nur, man hat schon extrem gemerkt, dass die ganzen guten Spieler mit ihren Tier-8-Panzern in Frontline unterwegs sind und dass wirklich nur noch die Leute hier im Random unterwegs waren, die entweder wirklich gar keinen Bock auf Frontline haben oder mit Masse halt die Leute, die vielleicht nicht mal mitgekriegt haben, dass Frontline da ist. Also das Spielerlebnis war schon kein schönes. Das kam dann halt noch zu dem Dreimarkt dazu, warum ich vielleicht auch ein bisschen extra frustriert war hier von dem Primo Victoria. Er ist kein besonders toller Panzer, keine Frage. Also das Gunhandling auf dem Tank ist, ja, viele von euch, die den Centurion 1 schon mal gefahren haben, wissen, wovon ich rede. Ewig lange Einzelzeit. Und dann habt ihr halt noch dieses Thema, dass ihr keine AP als Standardmunition habt, dass da auch gerne mal der ein oder andere Schuss dann auf Distanz abprallt, wenn ihr die Standard-APCR nutzt.
Ja, jetzt konnten wir uns hier schon sehr gut durchsetzen. Was ich halt auch krass finde mit meinem Setup, ich fahre den Panzer mit Rationen. Er soll auf dem Papier angeblich eine Genauigkeit jetzt haben von 0,3. Und wenn man das mal mit russischen Kanonen etc. vergleicht, dann habe ich häufig das Gefühl, dass ich hier in einem Panzer sitze, der eine Genauigkeit hat von 0,4 oder schlimmer. Also selbst voll eingezielt, also ihr müsst mit diesen Panzern britischer Bauart komplett voll einzielen, damit die Schüsse überhaupt treffen. Aber man hat halt manchmal das Gefühl, dass die Schüsse ja viel, viel schlechter treffen als zum Beispiel bei einem Lanzen C, der ein deutlich schlechteres, eigentlich eine deutlich schlechtere Genauigkeit hat als bei einem Objekt 430U oder einem Objekt 430. Das ist halt schon, finde ich, eine relativ bittere Nummer. Weil gerade bei dem Alpha-Schaden, bei der langen Einzielzeit, die ihr hier auf der Kanone habt, mit über 2 Sekunden, da wäre es halt schon schick, wenn man da mal ja wenigstens die Genauigkeit hätte, um dann auf Distanz die Schüsse verletzlich zu machen. Der T-44 ist jetzt hier leider weggefahren. Ich weiß nicht, wie er darauf gekommen ist, hier noch durchzukappen. Ist dann viel zu spät zurückgekommen. Wir hätten das vielleicht sogar noch hier gegen die 4 verbleibenden Panzer gewinnen können. Aber der T-44 Full HP hat es nicht für nötig gehalten, sondern ist erstmal wieder in Richtung des Caps gefahren, hat dann angefangen zu cappen, ist dann wiedergekommen und wir wurden rausgenommen. Trotzdem war es für die Gunmark eine gute Runde. 4 Kills, 4840 Schaden. Postgame-Stats gucken wir uns später an und ich würde sagen, wir gehen direkt in die zweite Runde. Ja, die Runden, die ihr jetzt hier seht, die sind alle unmittelbar nacheinander entstanden. Jetzt an der Stelle hatten wir, glaube ich, die knapp 92% erreicht. Der Panzer hat ungefähr Expected Values, also was man an Schaden machen muss, kombinierten Schaden für die dritte Gunmark 2800. Klingt jetzt erstmal nicht sonderlich viel, aber dafür, dass der Panzer von dem ganzen Leistungsprinzip her ja, nicht ganz so toll ist. Ich hatte auch ehrlich gesagt den Turm besser in Erinnerung, gerade in den 9er und 10er Gefechten, wenn ich mich da irgendwie, selbst wenn ich die ganze Gun Depression von 10 Grad, die der Panzer ja mitbringt, genutzt habe, hat mir doch Gott und die Welt da durch den Turm geschossen. Also auch die Panzerung, die Turmpanzerung hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen besser in Erinnerung. Ich kann das jetzt vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, warum da einige dann wirklich über den Centurion 1 Grind so klagen. Mit dem Centurion 7-1 wird der Turm dann deutlich besser, aber der Centurion 1 sowie als auch jetzt hier der Primo Victoria, da ging gefühlt alles durch, was drauf geschossen hat. Das war auch eine bittere Nummer, was jetzt auch nicht gerade dazu geführt hat, den Panzer mehr zu mögen. Ich kann verstehen, dass es viele Leute gibt, die Sabaton-Fans sind unter den World of Tanks-Spielern, die dann den Primo Victoria vielleicht noch ein bisschen mehr feiern, weil es halt der Sabaton-Panzer ist. Ich persönlich habe halt gar keinen Bezug zu der Band, zu der Musik und deswegen habe ich jetzt auch weniger irgendwie noch da positive Gefühle dem Panzer gegenüber. Nur weil Sabaton drauf ist und oder drauf steht und die Sabaton-Crew da drin sitzt. Ich persönlich, wie gesagt, habe den Panzer jetzt nur nach seinen Leistungsmerkmalen beurteilt und Spaß war wirklich anders. So, wir haben jetzt hier das Problem, dass wir hier in einer Situation stecken. Wir hocken hier mit 3 Mediums wie auf dem Präsentierteller oben auf diesem kleinen Vogelnest. Unsere ganzen Heavys, 53 TP, IML-1, IS-2 etc., die sind alle in den Süden gefahren, bis auf zwei, den 50 TP und der IS-2-2. Die brauchen wir hier auch dringend, um da gegen den Patriot Defender 53 TP und was da sonst noch so alles steht, gegenzuhalten. Auch das jetzt hier wieder. Der Schuss war durchgezielt. Der ist auf die Seite eigentlich eingezielt gewesen, auf die Entfernung und trifft nicht. Also manchmal, ich hätte jetzt natürlich auch noch die ganzen Replays von der Mitte des Gunmark-Grinds mitbringen können, wo man dann mal so richtig sieht, was die Kanone teilweise gemacht hat, wo ich mich gefragt habe, Alter, in was für einer Gun sitze ich hier? Also nur weil die Runden jetzt hier, die ich euch mitgebracht habe, ziemlich gut laufen, bitte nicht denken, dass der Panzer jetzt hier von mir eine absolute Kaufempfehlung wäre. Und wer sich überlegt, den Panzer zu kaufen, dem empfehle ich ganz dringend, einfach erstmal den
Centurion 1 zu grinden, den mal ein bisschen zu spielen. Und dann kriegt ihr eigentlich schon ein sehr gutes Gefühl dafür, was der Panzer kann, was er nicht kann. Und wenn ihr dann feststellt, mag ich nicht, liegt mir nicht, dann solltet ihr auch auf den Kauf von einem Stridswahn 81 oder einem Primo Victoria verzichten. Also nur so als kleiner Tipp. Da könnt ihr dann auch jede Menge Geld sparen. Oder ihr habt halt dann die Möglichkeit zu sagen, ey, ist voll mein Game-Style, mag ich übelst, liegt mir total. Dann, wie gesagt, wisst ihr, was euch erwartet. Also wer von euch überlegt, sich den zu kaufen, grindet den Centurion 1 frei, probiert den aus. Und je nachdem, zu was für ein Fazit ihr kommt, könnt ihr euch dann auch entscheiden, ist es mir das Geld wert, den als Premium mir in die Garage zu stellen oder eben auch nicht. So, 5:2 steht es hier für unser Team. Die Gegner rücken ziemlich aggressiv vor. Versuche jetzt hier natürlich Trackshots zu setzen, dass die Heavys dafür ordentlich bluten. Der ist sogar auch nochmal reingegangen in die Defender-Unterwanne. Solche Schüsse macht man auch nicht alle Tage. Und unser IS-2-2, der, wenn er ein bisschen seinen Arsch nach rechts schieben würde, anstatt da zu sidescrapen, was ja mit dem IS-2-2 auch gar nicht geht, weil es eine IS-Wanne ist. Also hier wäre es schlauer von ihm gewesen, zurückzusetzen, so dass die Gegner möglichst weit rumkommen müssen, dann können wir ihm auch helfen. Er steht jetzt sogar noch so da, dass er mit seinem Sidescrape, der wie gesagt aufgrund der Panzerungsbeschaffenheit von dem Panzer überhaupt gar keinen Sinn macht, ja, die Gegner auch noch ein Stück weit shieldet. Was zum Beispiel jetzt hier dem Primo Victoria auch ganz gut stehen würde, wäre so ein DPM-Buff. Genauso wie dem Centurion 1 selbstverständlich, also das geht ja Hand in Hand. Warum? Der Panzer jetzt hier mit Ration komme ich auf eine Reload-Zeit von etwas mehr als 6 Sekunden. Also ganz knapp über 6 Sekunden. Aber zum Beispiel einen Carnarvon, einen Stufe 8 Heavy mit 280 Alpha-Schaden, lädt 5 Sekunden nach. Ja? 40 Alpha-Schaden mehr, eine ganze Sekunde schnellerer Reload. Also da seht ihr mal, wo der Centurion 1, aber auch der Primo Victoria sich so ungefähr DPM-mäßig einreihen. Das ist, finde ich, für den Alpha-Schaden 6 Sekunden plus. Und dafür, dass der Medium jetzt auch nicht wirklich top mobil ist, sondern er ist schon, er gehört schon eher zu den klotzigeren Mediums, auch was die Wandendrehgeschwindigkeit angeht etc. Also da wird es dem Panzer sicherlich ganz gut stehen, wenn man dem da mal so ein bisschen... zumindest eine, vielleicht nur eine halbe Sekunde auf 5,5 Sekunden, das würde schon reichen. Man hat halt so häufig das Gefühl, man trifft die Schüsse nicht und wenn sie treffen, penetrieren sie nicht und dann muss man wieder Ewigkeiten nachladen, also das ist schon manchmal echt bitter. So, jetzt haben wir dem Type 59 hier nochmal eine mitgeben können. So, jetzt mal gucken, dass wir hier vielleicht noch einen Schuss setzen. Also wie gesagt, wenn ihr nicht stehen bleibt und voll einzielt, aus der Fahrt trifft der Panzer so gut wie gar nichts. Da lacht ihn jeder amerikanische Medium aus. Wenn ihr denn mal stehen bleibt und einzielt, da trifft die Kanone schon eigentlich ganz brauchbar. So, wir sind jetzt hier tatsächlich mit 3 Kills, 2500 Schaden, 1079 Unterstützungsschaden. Werdet ihr gleich sehen, war tatsächlich ein Panzerass. Und ich würde sagen, wir springen in die letzte Runde vor der dritten Gunmark und... Die hatte das dann wirklich nochmal in sich. Ja, diesmal sind wir auf Prokhorovka gelandet. Wir haben einen Neuner-Gefecht. Also wir sind mit dem Primo Victoria mit hier. Und meine erste Idee des Gefechts war eigentlich hier in die Mitte zu fahren, so 5er-6er-Linie. Dann ist mir aufgefallen, 3 Artis. Das nächste, was mir aufgefallen ist, ist kein einziger Light am Start. Also auch hier wieder dann für euch als Medium eigentlich gut, weil das bedeutet, dass euch diese Lights nicht outspotten. Ihr habt mit dem Primo Victoria eine Basissichtweite von 400 Meter. Da könnt ihr auf jeden Fall mit einer guten Crew und Ration gut was rausholen. Also ich wollte jetzt erst in die Mitte fahren und wie gesagt, dann während ich so am Fahren bin, habe ich gemerkt, Mitte, 3 Artis, keine Lights, will ich jetzt ehrlich gesagt nicht, sondern ich kann viel besser die Hügelauffahrt spotten, da dann aufgrund der 3 Artis auch in meinem eigenen Team Unterstützungsschaden einsammeln. Ich laufe nicht Gefahr, dass mich jetzt hier irgendein Light jodeln kommt, weil es gibt keine. Und ich kann dann von dieser Position aus gegebenenfalls nicht nur spotten, sondern auch selber schießen. Und das sind natürlich immer so die Optimalpositionen, die ihr als Medium anfahren wollt. Positionen, aus denen ihr Unterstützungsschaden farmen könnt. Gerade wenn ihr so kurz vor der Gunmark seid. Also wir waren jetzt hier ungefähr bei
92,7% Gunmark und da fährt jetzt ein CDC hoch. Ich lasse ihn erstmal hochfahren. Ich schieße jetzt auch nicht, wo er ein freies Sichtfeld auf mich hat. Und jetzt fährt er da hinter die Büsche. Da kann ich schießen, ohne aufzugehen, aufgrund der Doppelbuschregel. Jetzt lasse ich ihn hier wieder runterfahren. Kann ich nochmal schießen, aber treffe ihn leider nicht. 4,30 haben wir jetzt auch aufgemacht. Fährt hier den Hügel hoch. Ich habe jetzt den Busch mal ein bisschen gewechselt. Früher bin ich ja immer, den kennt ihr noch, da drüben links in den Busch reingefahren. Aber der wird zu oft geblindfired. Hier ist es natürlich ein bisschen risikobehafteter und ihr müsst ganz genau gucken, wann könnt ihr schießen, wann nicht. Aber wir machen die Gegner halt auch schon wesentlich früher auf. Das ist halt für drei Artis ganz nett, weil die drei Artis dann genug Zeit haben einzuzielen. IS hat ohnehin keine Sichtweite, da brauche ich mir jetzt keine großen Sorgen machen. IS-2-2 ist jetzt auch nicht der Sichtweitenkönig, genauso wie das 257. Der Pershing, der hat ein bisschen bessere Sichtweite, da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber ich lasse die jetzt hier mal alle. Jetzt sind die auch gestunt da hinten. Jetzt seht ihr, ich verzichte hier immer drauf zu schießen, wenn Gegner eine direkte Sichtverbindung zu mir haben, sondern ich warte halt immer, bis die Gegner entweder hinterm Hügel verschwunden sind oder bis da wieder ein Busch dazwischen ist, dass wir wieder diesen Doppelbusch haben. So, jetzt haben wir schon 1030 Unterstützungsschaden, 921 Schaden, den wir gemacht haben. Jetzt fahre ich in den anderen Busch, um von hier nochmal Licht zu machen, weil die Gegner so weit hochgefahren sind, dass ich sie von unten nicht mehr sehen kann. Von hier kann ich sie jetzt besser wieder spotten. Das gibt jetzt wieder Unterstützungsschaden. Wie gesagt, unser Arti hält da auch schick rein. Hat ja auch keine anderen Ziele. Auf den IS, da können wir ohne Probleme feuern. Der wird uns nie im Leben spotten. Also ihr solltet immer schon so eine, wenn ihr solche Positionen, solche sehr aggressiven Positionen nutzt, solltet ihr eine Idee haben, was die einzelnen Panzer so für Sichtweiten haben, dann natürlich auch mit dem Busch-System, mit der Sichtmechanik arbeiten und darauf gefasst sein, dass sowas passiert wie der IS-2-2 hier, dass der jetzt, der macht es eigentlich nicht schlecht, aber viel zu spät eigentlich, hat gewusst, dass hier irgendjemand stehen muss, weil alle gespottet worden sind. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier in Deckung fahre. Nicht vor dem IS-2-2, sondern vor dem Rest am Hügel. Mit dem IS-2-2 werde ich jetzt Schüsse tauschen. Mein Hügel sollte mir eigentlich noch Unterstützung bieten können. So sieht's aus. Da kam das erste fette Brett. Und jetzt sind es nur noch zwei Schüsse, die ich auf den IS-2-2 machen muss. Der Hügel kann jetzt gerade, wo ich stehe, auch nicht auf mich wirken. Und damit ist der IS-2-2 draußen. Also kalkuliertes Risiko. Und vor allem dann in dem Moment müsst ihr euch einfach dafür entscheiden, okay, scheiße, wenn der euch da pusht, dann müsst ihr von dem die Schüsse in Kauf nehmen. Aber bringt euch so hinter dem Haus in Deckung, dass nicht auch noch der gesamte Hügel auf euch wirken kann. Ja? Deswegen haben wir hier vorne dieses Haus hier genutzt als Deckung. Das sind so Sachen, kleine, aber feine Unterschiede, wo dann einige Zuschauer immer schreiben, ja, wenn ich das mache, dann gehe ich dabei immer drauf. Also an solche Geschichten immer denken und das Ganze dann auch so umsetzen. Und wie gesagt, auch dann jetzt hier nicht in den Tunnelblick verfallen, auch immer trotzdem noch ein Auge auf die Minimap haben, dann erkennt ihr sowas auch rechtzeitig, dass ihr da gerade gepusht werdet von dem IS-2-2. Und dann könnt ihr so eine Situation mit Hilfe des Hügels, wenn ihr den Gegner da dann auch rausprovoziert, eigentlich auch ganz gut zu euren Gunsten nutzen. So. Mal gucken, ob wir ihm noch einen Schuss auf die Oberwanne geben können. Und noch ein Treffer. Also, wir sind jetzt hier schon bei über 5000 kombinierten Schaden. Und da ist sogar noch ein ganzer Type 4. Hinten noch ein CDC E50. Was auch noch fehlt, ist der Panther tatsächlich. So, das 257. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das 257 mit seinen 10 AP da noch zurückfeuern kann. Hätte ich jetzt gehofft, dass der früher rausgeht. Der Schuss war jetzt bitter, aber vielleicht auch ein bisschen Karma dafür, dass ich ihn da oben so lange traktiert habe. So, jetzt haben wir noch den CDC, drei Artis und selbstverständlich noch den Panther, wo auch immer der ist. Sind auch 1300 HP, die ihr euch da nochmal einverleiben könnt. Da hinten ist er. Wir haben ihn immerhin aufgeklärt. Ja, es haben leider haben ihn auch noch andere aufgeklärt. Das heißt, es gibt jetzt hier nicht den übermäßigen Unterstützungsschaden, aber wir können ihm selbst auch nochmal zwei Treffer geben. Die Arti hat uns hier nochmal ein faires Brett für 300 mitgegeben, gibt es direkt nochmal eine Schelle. Da hinten steht der CDC, jetzt nutze ich hier meine 10 Grad Gun Depression und meine Turmpanzerung.
Und das sollte es dann auch mit dem CDC gleich gewesen sein. 5000 Schaden haben wir. Arti nimmt ihn raus. 5000 Schaden, 3000 Unterstützungsschaden. Und ich glaube, der IS-22 ist hier schneller bei der S-51 als wir. Aber das war natürlich für die Gunmark eine Leckerschmecker-Runde. Und es hat sogar gereicht, um instant 2,3% zu steigen. Ja, ich hoffe, ihr konntet für euer eigenes Gameplay vielleicht auch noch ein bisschen was mitnehmen, wie ich so an die Sachen rangehe, an was ich mir so bei den einzelnen Geschichten denke. Ich würde sagen, wir werfen nochmal einen Blick auf die Postgame-Stats. Ja, die erste Runde auf Himmelsdorf ist leider verloren gegangen, aber trotzdem Panzerass gemacht. 144.000 Credits, 2.368 Erfahrungen. Wir haben die Großkaliber-Medaille bekommen. Gucken wir mal ganz kurz hier auf die Teamscore. 4.840 Schaden. Leider war der T-44 keine große Hilfe und hat mich da zum Schluss dann ja, ziemlich alleine gelassen. Ich denke, wie gesagt, dass wir das zu zweit da hätten noch drehen können. Ja, ansonsten sowieso nicht wirklich viel Support vom Team, wenn man sich jetzt immer die Schadenswerte anguckt. Drüben hat der 50 TP gut geregelt. Wir haben 33 Mal geschossen, 29 Mal getroffen und 23 Mal penetriert. Und das ist sogar noch, glaubt es mir, ein gutes Trefferbild für den Primo Victoria. Und dabei waren es gerade mal 1100 Schaden über eine Entfernung von 300 Meter. Das heißt, die Masse der Schüsse als auch des Schadens sind unter 300 Meter entstanden. 1430 Schaden mit der Panzerung immerhin geblockt, aber dazu muss man natürlich auch sagen, dass auch viel niedrigere Tiers auf uns geschossen haben und 293 Unterstützungsschaden. Gucken wir ganz kurz auf die zweite Runde. Das war auch ein Panzerass, habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, wie das auch ein Panzerass sein kann, weil wir hier gerade mal 3.500 Schaden kombiniert gemacht haben. Wir haben 3 Kills gemacht, 2507 Schaden, 1079 Unterstützungsschaden. Gucken wir mal ganz kurz hier drauf. War aber Top Damage in der Runde, 1268 Basiserfahrung, hätte ich jetzt wie gesagt selber nicht gedacht. Und ja, ich denke, wir haben uns hier ganz gut zum Schluss geschlagen. War ein bisschen sportlich da auf dem Balkon mit 3-4 Mann und der IS-22 hier unten, wenn der ein bisschen cleverer gespielt hätte und sich da nicht in den Zeit, wie gesagt, das ist wieder so das Thema, kenne deinen Panzer, der IS-22 ist mit Sicherheit kein Sidescraper und da braucht ihr euch dann auch nicht in den Sidescrape stellen, sondern dann zieht euch lieber raus, sodass die Gegner komplett rumkommen müssen und dann können kompetente Mediumfahrer die Leute tracken, können denen Schaden zufügen und dann hätte der IS-22 mit größerer Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall überlebt. Gucken wir mal ganz kurz hier drauf. 21 Mal geschossen, 18 Mal getroffen, 12 Mal penetriert. Also ihr seht schon, die Trefferbilder sind für einen Medium relativ dürftig. Und wie gesagt, das hier waren noch alles Panzerass-Runden. Ich will euch da gar keine Trefferbilder geben von Runden, die ganz und gar nicht in meinem Sinne liefen. 930 Schaden mit der Panzerung geblockt, 1079 Unterstützungsschaden. Und gucken wir mal kurz auf die dritte Runde. Das war dann auch die dritte Gunmark, auch ein Panzerass. Wir haben die Scout-Medaille bekommen, wir haben die Patrol-Duty-Medaille bekommen, Unterstützer-Medaille, die Großkaliber-Medaille und die Tank-Sniper-Medaille. Also wenn ihr diese 5 Medaillen in einer Runde allesamt bekommt, dann könnt ihr euch sicher sein, die Runde habt ihr auf jeden Fall gecarried. Gucken wir mal ganz kurz drauf. 5080 Schaden in einem 9er-Gefecht. Ein Kill, 1776 Basiserfahrung. Wir haben mit Abstand den meisten Schaden gemacht, aber ich glaube, wir haben auch mit Abstand den meisten Unterstützungsschaden gemacht. Sonst hätten wir nämlich nicht die Patrol-Duty-Medaille bekommen. 26 Mal geschossen, 24 Mal getroffen, 22 Mal penetriert. Hier ist das Trefferbild sogar hervorragend für den Panzer. Also das war wirklich eine Ausnahmerunde. 3.316 Schaden über eine Entfernung von 300 Meter. 3.078 Schaden gespottet. Also über 8.100 kombinierter Schaden. Und deswegen sind wir sofort von 92,7 auf 95% gesprungen. Ja, das war für mich persönlich einer der schmerzhaftesten 3-Mark-Grinds, die ich jetzt im unteren Tierbereich gemacht habe. Also dagegen war Mauerbrecher und Tok 2 wirklich eine Entspannung. Das gebe ich hier auch ganz ehrlich zu, wenn mich nochmal jemand jetzt nach meiner Meinung zu dem Panzer fragt. Also wirklich, und es ist ungelogen. Also Mauerbrecher und Tok 2, da waren die 3-Mark-Grinds deutlich, deutlich entspannter. Hier habe ich schon echt zwischendurch richtig Frust geschoben. Deswegen musste das Video jetzt auch einfach sein. Ich hoffe, ihr konntet für euch selber ein bisschen was mitnehmen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.